Die Idee ist folgende, ob Sie euch daran haltet oder nicht, ist eure Sache. Aber die Grundidee ist die, dass die Kollegin Stella Rollig vom Lentos Kunstmuseum ein Gespräch mit Thilo Baumgärtel führt, wie wenn sie ihn das erste Mal oder eines der ersten Male im Atelier begegnet. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, freue mich drauf und wie sagt man da, Ton ab? Ja, ich höre da auch das erste Mal von, aber ich finde das gut. Ich bin eigentlich total öffentlichkeitsscheu, aber machen wir das jetzt einfach mal. Hört man mich auch? Oh, man hört mich sehr laut. Das klingt beeindruckend. Könnte man meine Stimme ein bisschen tiefer drehen vielleicht noch? Ja. Okay. Also, ich glaube, auf mir liegt jetzt die Last zu starten. Und es ist nicht wie, Günther, sondern als würden wir uns das erste Mal sehen, sondern wir haben einander fünf Minuten gerade zum ersten Mal gesehen. Und ich bin ganz einfach so in der Rolle, wie Sie alle, wenn Sie jetzt Thilo Baumgärtel, alles, was Sie ihn fragen wollen, muss ich jetzt irgendwie sozusagen erspüren und als Katalysatorin von Ihnen allen den Thilo Baumgärtel ausfragen. Also was ich ja genial finde, ist der Titel der Ausstellung, weil bis ich das gelesen habe, für den Wels sind Teiche Inseln, ist mir doch tatsächlich noch nie aufgefallen, dass die Stadt Wels und ein Fisch den gleichen Namen tragen. Da merkt man, wie mir ist es aufgefallen, wenn ich Wels google, kommen aber tatsächlich erstmal diese Wälse. Und so kam dann auch gleich der Ausstellungstitel. Genau, und hier sind die Welser, nicht die Wälse. Die sind, weiß ich nicht, ob es die noch in der Donau gibt. Die Welser sind sie hier. Stimmt, aber das ist so. Da gibt es dann den Unterschied, ja. Der Titel hat ja dieses total abgedrehte und spielerische und einen sofort in eine andere, ja, irgendwie eine andere Sphäre, auf eine andere Ebene katapultierend, wie eben auch ihre Bilder. Das ist ja ganz evident. Wie sind Sie dann auf den Titel gekommen? Zuerst mal Wels gegoogelt, um zu sehen, wo soll ich da überhaupt hin? Und dann waren Sie beim Fisch und dann? Dann kam das. Keine Ahnung. Das kam dann einfach, ja. So stimmt ja auch letzten Endes. Ja. Wenn man sich so überlegt, sind für Fische im Allgemeinen Teiche wie für uns Inseln. So wie oder der Ozean wie für uns Festland. Aber das ist ja nur die Luft. Ja, das ist ein kleines Gedankenspielchen, aber ja. Ich habe bei der Stadt Wels zuerst an so einen Wels gedacht. Aber das ist erstaunt mich jetzt wiederum, dass Sie daran nie gedacht haben. Aber es ist auch wiederum so wie typisch, dass man das, was dann so nahe liegt, wenn man immer dasselbe hört, dass man das dann nicht assoziiert. Ja. Also, aber es ist ein schöner Stadtname. Also ich wollte mich jetzt auch keineswegs darüber lustig machen oder so. Das ist einfach, mir gefällt das. Ja, das war mehr verblüffend. Ja. Aber Sie sind dann gekommen und wenn ich das Prozedere richtig verstanden habe, wie mir Günther Meyer das vorher geschildert hat, Sie haben dem Team der Galerie der Stadt Wels freie Hand gegeben und haben gesagt, hier sind meine Arbeiten, hängt sie, richtet die Ausstellung ein. Das ist ungewöhnlich, das ist also große Freiheit, ich hatte da natürlich, nachdem ich Günther und Johannes kennengelernt habe, erst dieses Vertrauen. Ich würde es nicht jedem überlassen einfach. Aber als ich die beiden in Leipzig kennengelernt habe, habe ich gemerkt, wir verstehen uns und habe dann gleich gesagt, ihr könnt das machen und ich bin dann auch sehr gespannt immer, wie es dann gemacht wird und habe aber nicht ein schlechtes Gefühl gehabt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es eine negative Überraschung wird. Und da ich selbst auch jemand bin, der nicht unbedingt, was Ausstellungen hängen, sehr geschickt oder kreativ ist, überlasse ich das sowieso gerne anderen. Mit der Option, dass ich dann vielleicht auch nochmal meckern kann, aber trotzdem überlasse ich diesen Teil immer gerne anderen, genauso wie das Bilder verpacken und wegschicken. Das ist auch, also wirklich noch schlimmer als Ausstellung aufhängen, ist Bilder verpacken, das ist gruselig. Ja. Und hier haben Sie eigentlich irgendetwas geändert? Gibt es etwas, wo Sie sagen, da habe ich doch noch was umgehängt? Wir haben nur die Vitrinen zusammen,
die haben wir zusammen, das ging auch ganz spontan, das war ein Wurf, alles lag drin und das andere, nein, das habe ich alles auch sofort abgesegnet. Mhm. Hm. Kann man verstehen. Ich habe dir schon gratuliert, sieht super aus. Und die Frage nach der Auswahl, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele der Anwesenden schon ihre Arbeit kennen oder schon Ausstellungen gesehen haben. Ich glaube, das ist ja die erste Einzelausstellung in Österreich, mhm. oder? Also so die Möglichkeit haben wir so in unserem Umkreis auch gar noch nicht so gehabt. Jetzt überlege ich, sind das jetzt Arbeiten, sind das alles neue? Wie haben Sie diese Gruppe zusammengestellt, gemeinsam ausgewählt? Also so vielleicht noch ein bisschen zur Konzeption der Ausstellung. Das sind Bilder, die aus, glaube ich, drei verschiedenen Entstehungsjahren sind. Und die waren auch noch nie zusammen auf einer Ausstellung. Aber die Bilder sind sowieso, und das wusste ich auch, und deswegen habe ich auch gleich geahnt, dass man das nicht so genau gucken muss, was jetzt alles in der Ausstellung gegeben ist. Das ist so ein Abschnitt. Es gibt ja auch so Bücher, wo man aufschlagen kann und einfach loslesen kann, ohne dass man das davor gelesen haben muss. Ja. Also ich will mich jetzt nicht mit James Joyce vergleichen, aber wenn man den Ulysses aufschlägt, kann man dann einfach anfangen, wieder zumachen und woanders wieder aufschlagen. Und so ist es auch mit den Bildern. Das ist nie so, dass es nicht zusammenpassen würde. Man kann sie einfach aneinander gliedern und es ist eben keine, also dadurch, dass es alles auch, meine Bilder entstehen alle nach einem ähnlichen, nach einer ähnlichen Reihenfolge, das heißt Gedanke, Skizze, manchmal gibt es ein kleines Bild und dann kommt das große Bild und dieses Prinzip ändert sich sowieso gerade nicht und deswegen ist alles mit derselben Hand gemacht, einfach und auch alles mit derselben Atmosphäre oder mit derselben Gedanklichkeit und die kann man eigentlich fast wahllos kombinieren, finde ich. Das interessiert einen natürlich sofort, wie kommen Sie zu diesen Bildern? Das werden Sie sich ja immer wieder gefragt, wie kommen Sie zu diesen Motiven? Also die eine Frage ist inhaltlich, wie fällt einem das ein, so eine Szene, solche Figuren, so ein Schauplatz, wie Sie sie zeigen? Und das andere ist die technische Frage oder die nach dem Vorgehen des Malers. Sie haben jetzt schon gesprochen von einer Skizze. Wie ist das? Ist das zuerst in einem Notizbuch oder wird es direkt auf die Leinwand skizziert, gar nicht skizziert? Wird etwas am Computer zusammengesetzt? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber Sie geben uns hier eh schon ein bisschen Hinweise, auch durch dieses Skizzenbücher. Mhm. Also ich vergleiche das immer gerne mit dem Plaudern, wenn man sich unterhält. Es gibt so Abende, da redet man miteinander 5, 6, 7, 8 Stunden, sitzt am Tisch und das ist ja völlig ungeplant. Das ist ein Dialog oder es ist ein Gespräch zwischen verschiedenen Menschen und man selbst weiß ja meistens nicht, was man den übernächsten Satz gleich sagen wird, sondern man weiß maximal den nächsten Satz. Und bei mir ist es auch beim Zeichnen so, ich setze den Stift auf, zeichne eine Figur, weiß aber noch nicht, was ich als nächstes zeichnen werde. Und ich weiß es erst, wenn ich es gemacht habe. Und das ist für mich irgendwie sind das die wertvollsten Momente, wenn dann beim Arbeiten so ein Fluss entsteht und ich das einfach kommen lassen kann. Ich wäre wahrscheinlich jemand, der sich viel schwerer tun würde mit dem Auftragswerk, wo man sagt, mach mal hier den Stifter dieser Fabrik in einer guten, arrangierten Umgebung mit vielleicht ein paar Bausymbolen, das wäre total krampfig. Aber sobald ich dieses Gefühl habe, ich bin in einem Zeichenfluss, und mache mir gerade deutlich, was ich eigentlich vorher nur als Gefühl im Kopf hatte und noch nicht als verbalisierbaren Gedanken. Und das ist dann auf dem Papier, das macht mich auch irgendwie froh. Ja. Das ist so wie eine Innenweltausstülpung. Also es gibt dann wahrscheinlich... Aber es ist noch an der Oberfläche, es ist noch gar nicht tief. Es ist nicht Tiefenpsychologie oder irgendwas, das will ich auch gar nicht. Also ich bin der Meinung, dass es alles noch ziemlich die Oberfläche ist, der Psyche, was im Alltag aufgeschnappt wurde oder was, ja, eben so, vorhin hatten wir gesagt, an der roten Ampel, wenn man da steht, einem in den Sinn kommt oder vielleicht auch Älteres, Kinderbücher, die 100-mal angeguckt wurden im Alter von 4 bis 6 Jahren, hinterlassen bestimmt auch irgendwas, aber das zurückzuverfolgen ist unmöglich. Da müsste man so
bei einem ausgezeichneten Rückführungstherapeuten auf der Couch liegen, ist es ja auch uninteressant, was letzten Endes, wo das herkommt. Aber es ist einfach da und ich mache da meine Bilder draus. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass das ein eigentlich kontinuierlicher zeichnerischer Prozess ist. Und wenn viele solcher Zeichnungen entstehen, dann werden Sie wahrscheinlich entscheiden, welches davon dann auch zu einer großen Leinwand ausgearbeitet wird. Ja, manches funktioniert auch wirklich nur als Zeichnung. Weil die Zeichnung hatte da in ihrer Eigenschaft nur Strich zu sein, auch eine ganz andere Freiheit. Und Bilder sind ja in der Lage, Dinge plastisch darzustellen. Und wenn man beim Bild darauf verzichtet, dann ist es dann auch wieder eine Zeichnung. Und ich habe das auch oft probiert, kleine Zeichnungen vorher mit einem Lichtbild an die Wand zu werfen, um zu schauen, wie es groß wirkt, ob es das aushält. Und war der Meinung, ja. Und dann malerisch umgesetzt wieder, nein. Das ist dann, weil es gibt in der Zeichnung gibt es so eine Leichtigkeit, es gibt eine Poesie, die kommt daher, dass es mit wenigen Strichen gemacht ist. Und so ein Bild ist ja jetzt nicht mehr mit wenigen Strichen gemacht. Es sind zwar wenige Elemente letzten Endes, aber ja, die Poesie eines Blattes, die geht manchmal verloren, wenn man, genau wie wenn man versucht, was man gerade erlebt hat, mit wenigen Worten zu schildern. Und dann geht es kaputt, während man es erzählt, weil es schon wieder zu kompliziert ist. Es hat da nichts mehr mit dem Vorgang zu tun. Eigentlich, Sie haben jetzt auch so, so Begriffe verwendet, die in Richtung Alltag gehen. Und ich glaube, es ist da auf dem Text auch etwas Bilderflut der Massenmedien. Jetzt sehe ich aber eigentlich mich Bildern gegenüber, die eigentlich gar nichts zu tun haben mit dem, was man sich so Bilderflut der Massenmedien, was man sich darunter vorstellt. Ich meine, ich weiß schon, in den Medien ist natürlich alles und sozusagen im Internet gibt es auch alles, aber also wir haben jetzt hier nicht eine Warholsche Umsetzung von, weiß ich nicht, Autounfällen oder sonstigen Bildern, die man als normale Zeitungsbilder erwarten würde. Jetzt versuchen wir wahrscheinlich also diese Geschichten und Situationen irgendwie da ein bisschen dahinter zu kommen, wohin sie uns da mitnehmen. Und was mir auffällt, es sind eigentlich nie so städtische, urbane Situationen, sondern wir sind immer an Schauplätzen, entweder nach der Zivilisation, so dystopischen Ambientes oder sehr, sehr ausgesetzt sind die Figuren, nicht? Das ist auch wenn wir sozusagen an einem Ort sind, den man verbal eher mit Idyll konnotieren würde, wie zum Beispiel ein Strand, also wird das bei Ihnen sehr dunkel. Ist das ja, so dieser Komplex des dystopischen, überwucherten, nachzivilisatorischen, ist das so irgendwie eine Vorliebe oder etwas? Ich versuche eigentlich auch bewusst oft zu vermeiden, dass es gegenständliche Verweise auf eine Zeit gibt, also auf eine Epoche. Deswegen sieht man auch bei der Kleidung meiner Figuren oft keine klaren Hinweise. Na gut, die kleine Figur dort, die trägt eine Kapuze, das ist nun was typisch 20. Jahrhundert wäre vielleicht, aber zum einen gibt es diese Schlechtwetterbilder, Gewitter, Nacht, Sturm, weil ich das einfach spannend finde, weil es mich einfach fasziniert. Ich mag so auf den Bildern das schlechte Wetter irgendwie lieber als das Schöne. Das war schon immer so. Das war auch meine Kindheitszeichnung, wenn da eine Figur drauf war, die hatte einen Schal um, aber der war immer vom Wind verweht schon. Das war immer, der ging immer nach hinten, sonst war nicht das langweilig. Also es muss schon was los sein, sonst kann man ja in einem Kino auch einschlafen, wenn alles harmonisch und friedlich. Also ich will auch eine Störung immer haben. Und idyllisch wird es eben automatisch, weil ich zum Komponieren die Pflanze gerne verwende. Und also man kann was ganz Böses, Hartes in ein Bild setzen und sobald man eine Pflanze daneben setzt, wird es versöhnt. Also die Pflanze kann alles versöhnen. Eine Pflanze kann auch darüber hinwegtäuschen, dass man vielleicht gerade gar keine Idee hatte. Weil die Pflanze ist einfach ein Ornament, was mit uns letzten Endes ganz viel zu tun hat. Also es ist einfach,
Es gibt auch Figurationen, wo ich teilweise so menschliche Formen in Pflanzen umsetze, bei so einer Zeichnung. Aber es gibt auch Bilder, die jetzt hier nicht zu sehen sind. Wo dieses Pferd, ja, das da wie hinaufwuchert, ja, genau, also wo man auch erst auf den zweiten Blick, ja, sieht. Und das sind meine ständigen Verbündeten, ist Bruder Tier und Schwester Pflanze, die findet man oft auf den Bildern, weil es mir beim Buchstabieren, wenn man aus der Beliebigkeit, aus dem endlos Möglichen was schöpfen will, dann liegt das auch am nächsten. Also das liegt mir viel näher als ein Tablet oder ein Sportwagen. Das sind ja alles auch relativ neue Erscheinungen. Und ich weiß gar nicht, warum ich die Dinge, die uns sowieso schon ständig umgeben, nochmal im Bild würdigen soll. Das wäre ja so, dass man das, was man sowieso immer sieht, dann auch nochmal sehen, mhm, würde. Und das interessiert mich einfach nicht. Es sind auch sehr, sehr unterschiedliche Bildquellen oder Bildsprachen, insofern da ist, manches hat so eine Reminiszenz an Kinderbücher. Und ich habe jetzt so, ich glaube, ich habe Ihre Tochter mit dem Pony-Tier gesehen. Ah ja, das ist ganz versteckt. Und da habe ich mir gedacht, hey, da haben Sie aber auch drauf geschaut bei manchen Bildern. Also so dieser Bezug auf eine Sprache von Kinderbüchern, das ist auch manchmal drin, aber auch Verweise auf den Surrealismus. Also mir scheint, es sind ganz, ganz viele Bildquellen, die da auch so von Ihnen herangezogen und dann halt transformiert werden. Ja, es gab so eine Phase, da habe ich mir ständig Bilderbücher angeguckt als Kind und vor allen Dingen auch Bücher, die gar nicht als Kinderbücher angelegt waren. Es gab so dicke Geschichtsbücher. Und mein Vater sagte immer, lies doch auch mal, was da steht zwischen den Bildern, und das hat mich aber nicht interessiert. Ich habe mir bloß die Bilder angeguckt und zwar hunderte Male, und das ist alles reingegangen hier und das ist wahrscheinlich jetzt so ein Archiv, wo man immer ganz unbewusst auch draus, also ich schöpfe da glaube ich auch unbewusst draus. Also es sind einfach auch Bildarchetypen, die sich bei allen letzten Endes ansammeln. Und wenn man dazu Lust hat, kann man sie wieder veräußern. Ich bin mir sicher, das könnte jeder. Also diese typischen Bildarchetypen, die Aufbauten von Bildern, die Haltungen von Figuren, diese stumme Pantomime von Pflanzen, das ist in jedem drin. Und man kann, wenn einen das interessiert, das kanalisieren, einfach mit einem Stück Kohle oder mit einem Zeichenstift. Ja. Und es macht auch wirklich Spaß. Also ich hab mir einfach einen Beruf rausgesucht, der mir totalen Spaß macht. Na, was einen dann wirklich umwirft, sind halt so Einfälle wie das bei dem Kartenspiel dort, dass die junge Frau die Karte mit den Zehen hinhält oder so. Das ist echt fantastisch. Ja, das ist so das Spiel des Lebens. Zwei junge Menschen treffen sich und jeder hat noch verdeckte Karten und wenn überhaupt, sieht man sie dann nach einer Weile erst. Und das ist nun mal ausnahmsweise ein bisschen symbolisch auch gedacht, weil es sonst meistens nicht. Mhm, gerade, ja. Und haben Sie das erste Mal gemacht in dieser Ausstellung? Es ist also ein bisschen wie der Maler gibt auch Einblick eben in den Schaffensprozess durch die Skizzenbücher, die Sie zeigen und auch diese unterschiedlichen die unterschiedlichen Ergebnisse jetzt, wie die Blätter auf Papier und so unterschiedlich präsentiert, manche eher so, wie sie im Atelier vielleicht liegen, dann über die Rahmungen bis zu den großen Arbeiten. Ist das für hier, ist das gemeinsam mit den... Ja, da haben Günther und Johannes mich ermutigt. Es gab schon mal in Holland eine Ausstellung und die wollten nur die Skizzenbücher zeigen und da haben wir die Ausstellenden dann ermutigt, die Bilder doch mitzuzeigen, und hier war es umgekehrt. Und was natürlich auch niemand übersehen darf, aber auch nicht wird, ich glaube, wir bleiben jetzt einfach mal hier und dann müssen ja gar nicht alle hingehen, aber ist diese tolle filmische Arbeit, die Sie dort hinten auch sehr speziell zeigen, wo man wirklich hineinkippt in diesen Sog der Bilder. Gibt es viele Filme oder Videos auch? Ja, es gibt nicht viele, aber es gibt einige. Und ich hatte jetzt so seit 3 Jahren mit dem Theater zusammengearbeitet, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und da kam auch, als die Anfrage kam, mal ein Bühnenbild zu machen, bei mir sofort die Idee, ja, ich will was mit Video, mit Animationsfilm machen. Mhm. Und da war dieses Hobby Animationsfilm, was ich sowieso schon immer hatte, nochmal mit einer Aufgabe verknüpft, und das hat mich da extrem
inspiriert. Das hat auch totalen Spaß gemacht und geht auch weiter. Also ich mache auch weiterhin Bühnenbilder und Theatervideos, die sozusagen mit dem Bühnenbild interagieren. Und was man da hinten sieht, ist auch eigentlich ein Video aus dem Theaterstück, nämlich eine Inszenierung von 2014. Da hat Sebastian Hartmann damals versucht, oder es ist ihm auch gelungen, die Toys Bibel Krieg und Frieden zu inszenieren. Und da ist das ein Teil des Bühnenbilds gewesen, was auf die Bühne projiziert wurde. Und die Schauspieler agieren sozusagen in dem Film dann teilweise auch. Sehr schön. Vielleicht frage ich Sie zum Abschluss dann noch so etwas Persönliches, also nicht zu persönlich, aber so über Ihr Leben, weil man eben, wenn man im Internet, wenn man nicht den Wels sucht, sondern den Thilo Baumgärtel, findet man auch sehr schnell also eine Geschichte über Ihre Lebenssituation und die klingt ja dann also ungeheuer attraktiv. Sie auf diesem Gelände in Leipzig der Baumwoll- oder ehemaligen Baumwollspinnerei leben, quasi in einer riesigen Künstlerinnen-WG mit Familien. Wie ist das? Genau, ist das erstmal unsere Familie. Wir leben in einer Fabrikhalle, in der wir kleine Zimmer eingebaut haben, dass jeder sein eigenes Zimmer hat. Und die Fabrikhalle, die ist recht hoch. Man kann also auch auf die Zimmer dann draufgehen. Die haben sozusagen auch ein eigenes Dach. Und ungefähr, wenn ich rausgehe, 15 Meter entfernt ist dann der Eingang zum Nachbargebäude, wo unser Atelier ist. Also meine Frau und ich teilen uns dann noch eine große Fabrikhalle als Atelier. Also als zum Arbeiten optimal. Und wir fühlen uns da auch sehr wohl. Und das sind ja sehr viele Künstler, Künstlerinnen. Wie gesagt, gibt es da auch viel Austausch untereinander? Also wenn man das will, kann man das. Aber man kann auch so aneinander vorbeigehen, wenn man will. Weil das ist nicht immer... Es ist nicht immer so die Stimmung da, dass man dann mit allen plaudert, weil die Möglichkeit wäre permanent. Und dann ja, kommt man auch nicht weiter am Tag. Und die Galerie, Ihre Galerie, die ist auch dort, die Galerie Kleindienst? Ja, die Galerie Kleindienst ist auch dort, ja, das ist ganz toll. Das ist eigentlich wirklich wie eine Fabrik wieder. Man hat dort sozusagen ein riesiges Bösner-Geschäft, das ist so die Materialannahmestelle für die Künstler, dann gibt es so die Ateliers, das ist die Produktion und die Galerie Kleindienst ist die Verkaufsabteilung. Also das ist so richtig Fabrikstruktur wieder, ohne dass das geplant Klingt war. Perfekt. Ja gut, vielen Dank. Ich glaube, so als ersten Einblick und daran anknüpfend können die Besucherinnen Sie jetzt sicher auch noch persönlich fragen, aber vielen Dank, dass Sie mir so offen geantwortet haben. Ja, danke auch für die schönen Fragen.